Puh, also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn es eine Steigerung für Hitze gibt, würde ich gerne dieses Wort wissen. Es ist unfassbar heiß. Nicht nur hier, sondern überall ganz Deutschland leidet und schwitzt. Und ja, nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch unterwegs. Egal, wo man ist. Ich war jetzt letztens an einem See und da stand die Luft. Es war, selbst wenn man ins Wasser gegangen ist, selbst das Wasser war Badewannentemperatur. Es ist wirklich unerträglich, diese Hitze. Aber wissen Sie was? Sie machen sich die Hitze jetzt einfach erträglich. Egal, wo Sie sind, ob Sie ein Picknick planen, ob Sie am Baggersee liegen, egal wo und wie das geht, das redet uns Ralf. Ja, wir machen Kühlung mobil mit unseren kleinen Luftkühlern, die Sie eben überall, wo Sie das wünschen, betreiben können. Ob es zu Hause auf dem Gartentisch ist oder eben so wie Anne-Kathrin gerade beschrieben, am See. Und unser erster ist unser absoluter Bestseller. Und das war im letzten Jahr sofort ausverkauft. Ein Mini-Luftkühler, den ich jetzt einfach überall hin mitnehmen oder hinstellen kann. Aber das ist die neueste Generation. Es ist ein Luftkühler mit einem absolut neuen Wirkungsgrad. Und der funktioniert folgendermaßen. Hier ist ein kleiner Wassertank integriert und da sehen Sie schon das Gebläse. Ich kann hier drei Gebläsestufen einschalten. Sie sehen jetzt ein blaues Licht. Das heißt, die eine habe ich eingeschaltet. Und jetzt wird damit auch gleichzeitig ein Ultraschallvernebler aktiviert. Das heißt, das Wasser, das ich hier hinten einfülle, wird in kleinste Partikel per Ultraschall vernebelt. Und dann entsteht hier vorne ein Wirkungsgrad der Verdunstungskälte, wie es noch nie da war. Und das ist ein Kühlungsgefühl im direkten Umfeld. Da sehen wir das nochmal ganz, ganz deutlich. Genau so funktioniert das. Aber da kann man sich sogar direkt davor setzen. Es kommt kein nasser Regen raus, so wie es hier aussieht, sondern das ist ultrafein vernebelt. Also selbst Damen mit Make-up dürfen da direkt davor sitzen. Ihr Make-up wird nicht verlaufen. Es ist einfach nur dieser neue Wirkungsgrad der Kühlung. Die Ventilation in drei Stufen zuschaltbar. Und hier haben wir jetzt ein Gerät, das ist per USB betrieben, aber im Lieferumfang ebenfalls erhalten ein Netzteil. Man kann es aber jederzeit, also über die 230 Volt Steckdose betreiben, aber mobil ist es auch genauso einfach. Dann nimmt man einfach ein Powerpack, ja, und schließt es an. Oder wenn man zum Beispiel mit einem Laptop unterwegs ist, kann man sogar direkt an den Laptop anschließen und sich dann abkühlen lassen. Es ist der Mini-Luftkühler der neuesten Generation. Und ich habe persönlich, ich bekomme ja auch immer so Werbung, und ich habe so ein ähnliches Vorgängermodell, wurde mir dieses Jahr angeboten, und zwar im Dreierpack für 159 Euro als super Sonderpreis. Muss man sich mal vorstellen, wenn man das zurückrechnet, 53 Euro pro Stück. Und das ist die vorherige Generation. Hier haben wir die neueste Generation Mini-Luftkühler, die man überall hin mitnehmen kann. Und das jetzt zu einem fantastischen TV-Sonderpreis. Aber ich weiß, wir sind auch hier jetzt langsam auf den letzten Stückzahlen, weil gerade in den letzten Tagen und Wochen ist die Nachfrage derartig nach oben gegangen, dass dieser Mini-Luftkühler auch in wenigen Tagen ausverkauft sein wird. Ja, ich meine, bei 28,45 Euro, da überlegt man doch nicht, soll ich kaufen, soll ich nicht. Da überlegt man doch eher, wie viele brauche ich? Ich an Ihrer Stelle, ich würde gleich, also Minimum zwei nehmen, weil die sind auch wunderbar fürs Schlafzimmer. Ja? Links und rechts Partner, Partnerin, denn nicht nur als kleiner Luftkühler, sondern auch als fantastisches Nachtlicht. Das Vorgängermodell im letzten Jahr war so beliebt, war sofort ausverkauft und jetzt eben dieses tolle Design natürlich nicht nur fürs Schlafzimmer. Stellen Sie es überall, wo Sie es benötigen, ob Sie es unterwegs wollen, ob Sie es auf der Terrasse stellen wollen. Für 28,45 Euro, da ist sogar das USB-Netzteil mit dabei. Das ist natürlich Wahnsinn, ne, Ralf? Ja, und hier sehen wir es draußen, aber du hast recht, man kann es überall anwenden, auch in der Wohnung. Das wiegt insgesamt 700 Gramm. Man nimmt es beim Kochen mit, stellt es auf die Arbeitsfläche und lässt sich abkühlen. Wenn man im Homeoffice ist, auf den Schreibtisch neben sich und lässt sich abkühlen. Und das mit einem enormen Wirkungsgrad. Ich möchte das nochmal kurz erklären, weil hier ist ein Ultraschallvernebler drin, der das Wasser, das Sie eingefüllt haben, reines Leitungswasser, mikroskopisch klein vernebelt. Und zwar in einem großen Radius direkt vor dem Verdunstungs. Luftkühler hier. Und dann wird dieser Nebel praktisch sofort verdunsten und dadurch wird Wärme entzogen. Mhm. Und das ist der neue Wirkungsgrad dieses kleinen Luftkühlers. Und es ist so sensationell, wie gut das funktioniert. Man setzt sich da davor und hat seine eigene Wellness-Oase.
Und ich bin begeistert davon und gerade auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ich weiß, was ähnliche Geräte an anderer Stelle kosten. Mhm. Also ich sage im Sonderangebot mal 50 Euro. Hier haben wir schon eine sehr günstige, unverbindliche Preisempfehlung von 45 Euro. Aber Ihr TV-Sonderpreis, der ist natürlich extrem. Und das Einzige, was Sie noch machen müssen, ist Wasser einfüllen, Stecker in die Steckdose oder den Anschluss in ein Powerpack oder in Ihren Rechner, einen USB-Anschluss und dann funktioniert es. Und zwar stundenlang. Über den Stromverbrauch brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten. 7,5 Watt, also das wird man auch bei 24-Stunden Betrieb niemals auf der Stromrechnung bemerken. Ja, und was Sie noch brauchen, ist Leitungswasser. Ein halber Liter passt hier rein und dann haben Sie stundenlang diese frische, gekühlte Luft. Und jetzt sehen wir auch das, was du gerade angesprochen hast, ein stimmungsvolles Nachtlicht in 7 verschiedenen Farben einstellbar. Das ist in diesem Preis gleich mit integriert. Was Sie jetzt noch brauchen, ist die Bestellnummer für unseren Tisch, Luftkühler und Luftbefeuchter plus Netzteil plus Nachtlicht. Wenn schon das für 28,45 Euro. Die Bestellnummer ist die NX4765 und die 569. Ich stelle mir das auch sehr gut im Kinderzimmer vor, denn auch die Kinder, die schwitzen. Man merkt das auch ganz besonders bei den Kindern in der Nacht, wenn der Nacken so ein bisschen nass geschwitzt ist. Ja. Es leidet momentan wirklich jeder. Falls Sie allerdings gar kein Netzteil benötigen, weil Sie sagen, ich habe so viele Netzteile noch zu Hause rumkullern. Wir haben das Ganze natürlich auch ohne Netzteil. Genau, also jetzt kommen wir zum selben Gerät, mit denselben Optionen, aber ohne Netzteil. Für die Menschen, die sagen, ich habe schon Netzteil oder ich möchte diesen Luftkühler sowieso am Rechner, also über USB betreiben. USB-Kabel ist natürlich dabei. Oder diejenigen, die sagen, ich mache das so wie wir hier mit einer kleinen Powerbank, sodass ich es immer mobil einsetzen kann. Und da sparen Sie jetzt nochmal richtig Geld. Also wenn Sie sagen, Netzteil, nö, brauche ich nicht, dann bestellen Sie es jetzt einfach hier mit dieser Bestellnummer ohne. Die Bestellnummer ist die NX6491 und die 569 für 23,56 Euro. Auch hier gerne mehrfach zugreifen. Sie können ja auch ein mit Netzteil bestellen, ein ohne. Das geht natürlich auch. Nur wichtig ist, dass Sie schnell sind. Weil gerade so diese kleinen, kompakten, mobilen Luftkühler sind bei uns immer sehr stark nachgefragt. Ja, besonders auch beim Kochen. Also momentan nur vom Sitzen schwitzt man ja schon, ja? Alleine abends die Lieblingsserie schauen ist schon super anstrengend. Aber dann noch in der Küche stehen und kochen oder vielleicht noch bügeln, Hausarbeit machen, putzen, das muss ja gemacht werden. Ne? Man kann ja jetzt im Sommer nicht plötzlich alles schmutzig lassen und nicht mehr kochen. Seien Sie clever, machen Sie sich's einfach. Das Schöne ist ja, durch diesen mobilen Betrieb, durch den Akkubetrieb, können Sie den überall aufstellen, wo Sie es wünschen. Egal ob Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer. Natürlich ist das hier mit einem Powerbank, kann man es auch dann überall aufstellen, wo man will. Ja? Das ist natürlich ein Knaller. Also für 23,56 Euro unser kleiner Luftkühler, Luftbefeuchter plus Nachtlicht. Und das jetzt für 23,56 Euro, das ist die neueste Generation mit dem Ultraschallvernebler. Das ist ein ganz zarter, feiner Nebel. Wie Ralf gesagt hat, das macht jetzt auch nichts nass. Ne? Das ist ganz hauchzart, fein vernebelt das Ganze. Und jetzt eben für 23,56 Euro, das ist schon ein Knaller. Und apropos Knaller, ist auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten. Verdunstungsluftkühler. Ja, und der ist jetzt komplett autark. Der ist nämlich akkubetrieben und es ist ein Verdunstungsluftkühler. Hier passiert also die Kühlung schon im Gerät. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier eine große Ventilationsfläche, die ich hier jetzt auch in 2 Stufen zuschalten kann. Wir sehen das auch immer hier oben, dann läuft er hier und da. Jetzt muss ich natürlich auf eine, ganz wichtig, ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. Das ist eine Sicherheitsoption. Ich muss auf eine ebene Untergrund, weil da ist ein Sicherheitsschalter drin. Wenn das Gerät umfallen sollte, würde es ausschalten. So, dahingestellt beim Camping oder egal wo ich bin, einschalten, Wasser in den kleinen Tank unten rein, das kann sogar Wasser vom Baggersee sein und dann habe ich hier jetzt nicht nur den 2-stufigen Ventilator, sondern eben zuschaltbar die Verdunstungsluftkühlung. Und dann passiert das, was auch bei den Großen passiert, nämlich eine Wabenstruktur im Inneren wird mit Wasser benetzt und dort verdunstet das Wasser, dadurch wird Wärme entzogen und die dadurch entstandene kühlere Luft, die wird nach vorne herausgepustet. Das mit ganz wenig Energiebedarf. Hier haben wir gerade mal 9 Watt. Und so ist es möglich, dass dieses Gerät bis zu 6 Stunden
am Akku, also ohne Strom, durch Akku betrieben wird. Und da sehen wir die drei Schalter nochmal. Ich gehe mal, Moment, ich muss von hinten machen, schalten wir hier mal ein. Aber wir haben auch oben eine Leuchte. Ich muss mir das mal von oben ein bisschen angucken, so ist es einfacher. Schauen Sie mal, ein Nachtlicht haben wir auch noch, zweite Stufe. Und hier schalten wir das Kühlen zu. Und dann passiert eben Folgendes, die Wabenstruktur wird benetzt. Und jetzt habe ich hier die Kühlung, die ich brauche, wo immer ich bin. Unten sehen wir den Wassertank. Dann weiß ich auch immer wieder, wenn ich Wasser nachfüllen muss. Hier müsste ich jetzt nachfüllen, aber es soll Ihnen ja nur die Möglichkeiten zeigen. Und auch hier zeige ich Ihnen nochmal die Wabenstrukturen. Dann sehen Sie auch, dass nirgendwo ein Kabel angeschlossen ist. Der ist also absolut akkubetrieben. Und hinten im Inneren des Gerätes die Wabenstruktur, die für diese Verdunstungskälte sorgt. Das kann man natürlich jetzt auf, draußen auf dem Balkon, auf der Terrasse einfach mit rausnehmen, auf den Tisch stellen und sich abkühlen lassen oder dann eben mitnehmen zum Camping oder ins Schwimmbad oder an See oder im Garten. Überall, wo man noch ein bisschen Abkühlung braucht, ist das natürlich das Perfekte. Sie dürfen natürlich auch den Direktstrom verwenden. Wenn Sie es zu Hause auf den Nachttisch stellen, dann müssen Sie den Akku, können Sie den nebenher natürlich, wenn es in Nichtbetrieb ist, wieder laden. Aber den Direktbetrieb, das geht natürlich auch. Auch dann natürlich gerade mal 9 Watt Stromverbrauch. Hier sehen wir diese Wabenstruktur, die dann zuschaltbar vernetzt wird. Und vorne sehen wir jetzt im Moment den schönen Ventilator, den ich natürlich auch in der Gebläserichtung einstellen kann. Und oben haben wir noch das schöne Nachtlicht, was dann vielleicht beim Camping genau richtig kommt. Ja, also diese Sendung ist eigentlich auf vielfachen Kundenwunsch entstanden. Viele haben gesagt, Mensch, eure Verdunstungsluftkühler, die ihr uns immer zeigt, die sind ja echt toll. Aber gibt es sie auch noch klein und mobil, gerade wie du gesagt hast, zum Campen, fürs Picknick. Das ist natürlich eine wunderbare Ergänzung. Ne? Die großen Verdunstungsluftkühler für zu Hause, die kleinen für unterwegs. Oh, und wir hören gerade, hier ist die Nachfrage schon extrem hoch. Denn die Kunden bestellen meistens 2 Geräte. Macht natürlich auch Sinn. Ne? Also gerade hier unser kleiner Würfel zum Beispiel fürs Schlafzimmer. Dann hier unser mobiler Verdunstungsluftkühler, der im Akkubetrieb nutzbar ist fürs Picknick. Mhm. Dann natürlich aber auch fürs für den Campingbereich. Also die sind so flexibel oder dann aber tatsächlich auch fürs Schlafzimmer, Kinderzimmer. Ja, natürlich. Schlafzimmer links und rechts auf dem Nachttisch, dass jeder was davon hat. Und dann habe ich eben diese Meeresbrise auf Knopfdruck. Eben im Schlafzimmer würde ich es mit Direktstrom machen. Kabel, Netzkabel ist mit dabei. Aber unterwegs ist es eben, und das ist unbezahlbar, mit Akku stundenlang zu betreiben. Nochmal, zu Hause aufladen, 6 Stunden Akkulaufzeit. Und das Wasser, das kann ich unterwegs ganz einfach einfüllen. Brunnenwasser, Seewasser, das ist Flusswasser, das ist ganz egal. Einfach Wasser hinein und schon habe ich diese Verdunstungsluftkühlung eben für unterwegs. Gerade beim Zelten oder wenn man draußen sitzt vor dem Wohnwagen im Vorzelt, ist das natürlich doppelt wichtig. Dann haben wir nämlich noch ein kleines Lichtchen dabei und wir haben eben diese Erfrischung. Und im Moment ist es ja auch so, dass es nachts nicht abkühlt. Wir haben mehrere tropische Nächte schon hinter uns, die vielen schlaflosen Nächte bereitet haben. Und dann ist es doppelt wichtig, eben auch so ein Gerät für nachts zu haben, damit man auch da schön gekühlt mit frischer Luft eben zu seinem ausreichenden Schlaf kommt. Du, durch den Akkubetrieb ist es so vielseitig auch einsetzbar. Mir hat letztens ein Kunde geschrieben, der nutzt das sogar im Auto, weil er reagiert sehr empfindlich auf Klimaanlagen. Ja, kann man ja auch zur Not machen. Warum auch nicht? Ne? Du kannst es ja überall einsetzen. Und das jetzt eben für kleines Geld, 65,85 €, das ist natürlich ein Hammer. Du, oder auch in einem Wohnwagen oder in einem Wohnmobil. Ist meistens, Wohnwagen mit Klimaanlage kenne ich nicht. Das ist technisch nicht möglich. Ja? Also dann nehme ich das mit in Wohnwagen und habe dann auch im Wohnwagen drin, ohne irgendwo Strom abzapfen zu müssen, diese frische Luft und diese Kühlung. Auch beim Schlafen im Wohnwagen, da wird es ja auch nicht kühler sein als bei uns in der Wohnung. Also es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten. Das Gartenhäuschen oder draußen, wenn man einfach mal auf der Terrasse sitzt. Aber eben mobil mit Akku, 6 Stunden Akkubetrieb und effektive Kühlung durch diese immer funktionierende Verdunstungsluftkühlung. Siehst du da, Diana, Wasser, wenn es mal nachgeht, einfach raus an Bach und dann nachfüllen. Ja, wir hören gerade, die Nachfrage ist enorm hoch. Und gerade jetzt, wo es nicht nur in der Sonne unerträglich ist, selbst im Schatten ist es unerträglich. Ja, man weiß ja schon gar nicht mehr, wo soll man sich noch hin verziehen. Und ich finde das so schade, gerade jetzt, wo wir eigentlich so lange auf den Sommer warten mussten. Nehmen Sie die Kids, vielleicht fliegen Sie dieses Jahr auch nicht in den Urlaub. Nehmen Sie die Kinder eine Picknickdecke, Verdunstungsluftkühler, zack, ab an den See. Einen schönen Korb mit leckeren, frischen Sachen. Und so macht der Sommer doch Spaß, oder? Der Sommer soll doch Spaß machen. Und der Sommer macht auch garantiert Spaß
mit unserem letzten Luftkühler und das ist unser High-Power-Akku-Luftkühler. Ja, und genauso mobil. Du kannst von oben diesen Griff rausgreifen, da sehen wir auch, wie mobil wir sind. Er sieht gut aus und hat eine sehr große Ventilationsfläche. Auch Diana liebt ihn, weil er wirklich eine unglaubliche Gebläsestärke hat, aber trotzdem nur einen Stromverbrauch von 26 Watt. Zwei Gebläsestufen haben wir, also man kann da sogar noch ein bisschen steigern. Und Sie sehen jetzt rechts diese zwei Knöpfe. Das eine ist Einschalter und zweite Gebläsestufe und das untere ist die Kühlfunktion. Und dann im unteren Seil sehen Sie ein kleines Schaufenster, weil im Inneren des Geräts ist wieder ein Wassertank, den Sie füllen können, hier mit knapp 2 Liter. Und dann setzt eben wieder die Verdunstungsluftkühlung ein. Das Schöne an diesem Gerät, dieses High-Power-Ventilationsgerät bzw. Verdunstungsluftkühler, der ist zu Hause jederzeit zu betreiben über das 230-Volt-Netz, ganz einfach, weil ein Netzstecker dran ist, also einfach rein in die Steckdose. Aber durch das Einstecken lade ich auch den Akku und der sorgt dann dafür, dass ich auch mobil ohne Stromanschluss 4 bis 5 Stunden diese High-Power-Verdunstungsluftkühler genießen kann und mir auch an Orten, wo eigentlich ein Ventilatorbetrieb gar nicht an den zu denken wäre, mir auch dort kühle Luft verschaffen kann, ob das eben am See ist, ob das jetzt hier im Picknick-Set ist, also wenn wir beim Picknicken sind mit der Familie oder ob das zu Hause auf dem Gartentisch ist, das ist ganz egal. Überall flexibel, High-Power-Kühlung, Verdunstungsluftkühlung der Extraklasse bei einem wiederum ganz, ganz geringen Stromverbrauch, nämlich wir sprechen hier von gerade mal 26 Watt. Ja, und dadurch, dass er auch diesen Griff hat, wunderbar, also wie so eine Tasche zu tragen, egal wo Sie mit hinnehmen wollen, machen Sie es einfach, aber wichtig ist, dass Sie schnell sind. Also unsere Luftkühler, die sind so beliebt. Ja, übrigens, die Preise, die Sie hier eingeblendet sehen, die sind immer nur 2 Stunden gültig. So lange wissen Sie vielleicht, unsere TV-Sonderpreise sind immer nur 2 Stunden gültig. Danach zahlen Sie den ganz regulären Katalogpreis und auch der ist sehr, sehr stark beliebt, weil der eben so kraftvoll ist und trotzdem mobil, einsetzbar, flexibel. Hier ist das Design natürlich auch sehr besonders. Ne? Also es ist an alles gedacht und denken Sie natürlich auch daran zu bestellen. Und die Bestellnummer ist die NX3664 und die 569. Gehen Sie schnell ans Telefon. Ja, es macht einfach Spaß, die Sonne zu genießen, wenn man nicht leidet. Und im Moment leiden wir alle. Es gibt viele und Sie hatten die Situation schon genauso dieses Jahr wie ich, dass man einfach mal nicht raus in die Sonne ist, sondern zu Hause geblieben ist oder drin in der Wohnung, weil es einfach draußen nicht mehr erträglich war. Und das ist einfach nicht das, was wir wollen. Wir wollen das schöne Wetter genießen, aber da braucht man bei den derzeitigen Temperaturen technische Hilfe. Und die haben Sie jetzt mobil. Mit diesem High-Power-Luftkühler, Verdunstungsluftkühler, Ventilation, riesengroße Fläche, 2 Stufen, die reicht oftmals schon aus. Und ansonsten schalten Sie einfach das Kühlsymbol ein, die Verdunstungsluftkühlung. Und schon haben Sie eben diese Meeresbrise auf Knopfdruck, die Sie, egal wo Sie auch sind, eben abkühlt und das die Hitze erträglich macht und so Ihnen die Möglichkeit gibt, das schöne Wetter wieder zu genießen. 82,11 €, nehmen Sie den auch noch mit. Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 150 €. Aber klar, der ist ja auch sehr, sehr kraftvoll. Ne? Das ist nicht nur wie so ein kleiner Mini-Ventilator. Also da steckt auch ordentlich Power dahinter. Das merkt man auch, wenn man den einschaltet. Und Sie können ihn überall einsetzen durch den Akkubetrieb. Das ist ja das Schöne. Und gerade auch, ich stelle mir den auch schön vor, zum Beispiel für die Kids, wenn sie im Garten spielen, an den Sandkasten, an den Rand stellen, ja, weil auch die Kinder, du kannst dir ja bei den Temperaturen nicht sagen, du, ihr bewegt euch jetzt mal einen ganzen Monat nicht, weil es draußen so heiß ist, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen, der ist schön mobil einsetzbar, sehr flexibel, hat enorm viel Power, was will man mehr? Seien Sie da jetzt ganz, ganz schnell, weil auch der, hören wir gerade, ist sehr stark nachgefragt. Ja, nicht nur den Kindern macht natürlich die Hitze zu schaffen, auch mit zunehmendem Alter hat man, glaube ich, immer mehr Probleme. Und jetzt, bitte, machen Sie mir einen Gefallen, lassen Sie sich nicht von der Hitze aus Ihrem Garten zum Beispiel vertreiben, weil ich habe das ja selber schon erlebt, man sitzt auf der Terrasse und es ist einfach zu heiß, obwohl man im Schatten sitzt und dann geht man wieder rein oder guckt, wo es kühler ist. Bleiben Sie draußen sitzen, aber nehmen Sie sich technische Hilfe mit und die optimale technische Hilfe, weil Akkubetrieb ist natürlich dieser High-Power-Verdunstungsluftkühler, der toll aussieht, der eine unglaubliche Leistung hat, der eben zuschaltbar die Verdunstungsluftkühlung hat
und akkubetrieben oder Direktstrombetrieb hat. Das entscheiden Sie. Direkt in die 230 Volt Steckdose oder einfach nur aufladen und dann 4-5 Stunden mobil ohne Stromversorgung sich damit abkühlen lassen. Sie sehen? Finde ich übrigens auch toll, was Diana gerade macht. Die Füße mal abkühlen. Ne? Im Sommer hat man ja ganz schwere, müde Beine. Ja, das ist auch ganz wichtig. Füße, Beine, alles wird schwierig. Sie sehen, es ist nicht schwer, sich mobil abzukühlen. Das geht mit unseren Geräten. Einmal mit Powerpack, zweimal mit Akkuleistung. Sie entscheiden jetzt, welches genau das Richtige für Sie ist und gehen bitte gleich ans Telefon. Ja, hier ist momentan eine ganz hohe Nachfrage, deswegen kleiner Tipp. Seien Sie schnell, die Bestellnummer nochmal, die NX3664 und die 569. Das sind unsere kleinen Helfer mit einer großen Wirkung und das ist ein absolutes Muss in diesem Sommer und nicht nur in diesem Sommer. Der Sommer kommt ja nächstes Jahr wieder und übernächstes Jahr auch, so ist das nun mal. Und deswegen, dann sind Sie bestens ausgestattet. Also hier profitieren Sie, machen Sie alles richtig, gehen Sie sofort ans Telefon.